Moin, mein Kapitän, es geht weiter. Erstmal weiter. Mein Bildschirm weiter rüber. Ja, schön. So, der Michael ist immer noch da. Hallöchen, Michael. Wuhu. Hallo. Ah, so, wir spielen mal Richelieu. Die Richelieu habe ich fast beinahe durch. Ja, fast kann man. Oh ja, fast. Ist relativ. 45.625 P noch. Dann ist das Ding durch. Ein weiterer Schritt zu Matthias 10 Schiff. Ja, Sag mal, bis jetzt, Fazit. Richelieu ist ziemlich, ja, nett ausgedrückt. Mir fehlt ihm gerade keine Worte. So, Michael hat gehört, was spielst du jetzt auf diese Stufe? Ich würde gern die Admiral Hipper spielen. Keine Prinz Eugen? Nein, ich möchte den Kreuzerbaum, den Deutschen, durchspielen. Und das ist jetzt mein aktuellstes Schiff. Ja. Und weil nach diesen Gewehrtegefechte wird diese Schüsse schon ein paar Tage wieder vergangen. Es sind nur noch offiziell 15 Tage bei Quetsch noch aktiv. Nach 15 Tagen geht's wahrscheinlich los mit Clan Wars. So gesagt, Clan Wars ist ziemlich sehr interessant. Es soll wieder kleine, leichte Veränderungen wiederkommen. Es ist so leicht ein Gespräch, ich weiß nicht genaueres was. Ich denke mal, nach der Clan Wars Season, also mein Clan Wars nach Gewehrtegefechten, geht es mit den Clan Wars weiter. Mit den Clan Wars, dazu mache ich separate keine Videos, weil es gibt Leute, die möchten sich nicht aufnehmen lassen oder allgemein, da existiere ich auch, wegen Rechtslage, pipapo. Und deswegen, ich frage es auch immer die Leute und sage, nee, will ich nicht, okay, muss ich akzeptieren. Und denke mal, von Clan Wars wird hier, wenn ein relativ gutes dabei seht, kommt nur der Replay und nichts was anderes. Wenn der Clan, sag mal, die Clan-Runde verdammt spannend und gut ist, dann würde ich das Video mal hochladen. Und das wird ihr eventuell auf meinem Kanal sehen. Aber sonst Clan Wars wird hier von mir keine Aufnahme sehen, gar nichts. Und deswegen auch so eine kleine Bemerkung. Und nach den Wertegefechte haben wir schon eine leichte Vermutung, die schweren Kreuzer kommen. Weil es kommen erst die schweren Kreuzer und danach kommen die nächsten Patch, kommen die leichten. Ich denke mal, es kommt nach den Gewettergefechten. Und wir haben die blödeste Karte von allen. Ich mag die Karte überhaupt nicht. Denn die, glaube ich, dreimal jetzt, glaube ich, jetzt, soweit ich weiß, überarbeitet. Und haben welche Stun und haben welche Clan-Sniping betrieben. Yay. Und das finde ich zu kotzen schon wieder. Die sollen sowas echt aufhören. Welche Schiffe spielen sie denn? Achter. Ey, das finde ich zu kotzen. Irgendein Team, wir sprechen, ja komm, wir verlieren, wir spielen Scheiße, okay. Ey, das finde ich zu kotzen. Ich hasse sowas. Das will ich nicht. Ich hätte mein Spiel. Ja, schlimmer wäre es halt noch, wenn Ja, aber mehrere Zehner dabei trotzdem, wären. das finde ich zu kotzen. Ich hasse sowas. So, gleich Report. Ich glaube, ich habe keine Reports mehr. Ne, habe ich nicht. Ja, den einen habe ich nicht mehr. Nee, das finde ich echt zu kotzen. Weißt, sie sprechen sich ab, wir verlieren und und ihr gewinnt. Und das finde ich zu kassen. Warum müssen sich gegenseitig die Leute hier snipen? Die kennen die ganze Information, wo, sag mal, Beispiel, wenn wir beide überleben sind, die können genau wissen, wo wir langfahren. Genau. Sind Tests, können sich absprechen und das finde ich zu kotzen. Ich hasse sowas. Ich hab schon Clan gesehen, schon etwas länger her. Die kompletten halben Clan, so ungefähr 5 Leute waren ein Gegnerteam. Die haben geschafft, die Beine. Ja, haben verloren, aber Clan-Snipen in Zufallsgefecht finde ich so Katzen. Das wenn sie wenig gegenseitig snipen, aber in anderen Bereichen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinfahre. Ich bin gerade so gerade aufgepasst. Da ist die Sumo.
so. So, die drei können sich in klar, also in diesem Test, können sich absprechen, die da und da fahren unsere Flotte hin. Was fahren die? Kutusov. Roma. Ja. Die zu kreuzen. Kutusov kann sich da einstellen, wo unsere Schiffe sind. Und dann können sie erstmal die schön bearbeiten. Das finde ich so kotzen, ey. Ich hasse sowas. Ab und zu funktioniert der Hack, dass wenn ja. man jeder gleichzeitig auf Start drückt, dass man dann... Ja, das Problem war bei Warship, es funktioniert leider zu oft. Das ist das Problem. Das Problem, die können jetzt die ganzen Daten, wo sie, wenn man größere Tierschiffe, sondern T10-Schiffe sind, können sie über Tests durchgehen, wo sie fahren und können sie die damit fertig machen. Und das finde ich zu kotzen nur. Sowas mag ich, sowas will ich auch nicht unterstützen. Okay, bei Mark, der hat es nur aus Spaß Gag gemacht, der hat es nur einmal geschafft. Und das ist, es gibt Clans, die machen das, ich weiß nicht, aber ist nur meine Meinung, es gibt welche, die das öfters machen. Und um ihre eine Statistik zu pushen. So, das ist der Kutusov, die können sich die Sumo zusammenschießen. Sowas will ich niemals unterstützen. Das finde ich. Wird gerade von der Kagero getoppt. Unsere Izumo. Du, die beiden. Die Kutusov steht daneben und tut den Izumo das wegschießen. Die Runde ist in meinem schon jetzt schon verloren. Wenn ich Glück habe, kann ich ihn komplett rausnehmen. Boah, nee. Ah, die haben wir schon mal. Das ist schon nicht schlecht. Friedrich, der schreckliche Friedrich ist vor mir. Der denn? Ich sehe es auch nicht mehr. Ich stehe anscheinend spitz zu mir. Ja, ich stehe spitz zu mir. Ich habe gerade den schrecklichen Friedrich rein einen Turm rausgeknallt. Ein Frontbatterieturm. Ich glaube, der hat keinen Spaß mehr. Unser Kurve ist halt noch. Der hat echt nur eine Frontbatterie. Der fühlt sich, glaube ich, richtig gleich verarscht. Aber anscheinend stirbt er gleich durch ein Feuer. Da habe ich ihn richtig hart gehittet. Hauer. Ey, Sascha, ach du Scheiße. Ich würde einmal um ihn zu fahren und dann da Ding so abzuknallen. Und ich würde wohl gerade. Mein Angriff ist wieder in die Tonne gegangen. Die Sache ist da. Komm, geht dein blödes Ding aus. Was ist denn so eine blöde Idee ist jetzt hier? Sache ist auch noch da. So, jetzt bin ich wieder unsichtbar. Jetzt bin ich nur unsichtbar. Kies da. Roma schießt über 10 Kilometer. Wow! Ja, und
Unsere Keys zu holen, meinte ich. Ah, toll, ich triff. Ja, ist Wahnsinn. Klar, 20k-Schelle krieg ich gerade von als Sasche gerade. Alter, das war. Ey. Motor Schaden an der Kacke. Oh. Au. Jo. Doch ein Turm rausgeknallt. Oh. Viel zu hart ist er. Au. Sie haben so unsichtbar, danke. Ja, nee. Hier wird nicht mehr abgefuckt mehr. Ich hab kaum noch was. Meine Güte, ey. Ja, vorne vor. Ja, wo willst du hin, Missouri? Blödenzerstörer. Ich dachte, ich bin kurz mal sicher. Ja, bin schon weg. Du, ich bin auch gleich weg. Nee, ich muss von da weg, weil sonst bin ich wirklich. Du, ich hab. Abpraller. Die Roma brauchen mich mit Eis zu schießen. Ich hab gleich nichts mehr. Ich bin dauer gespottet von einem blöden Zerstörer der Zeit. So, jetzt bin ich wieder unsichtbar. Eieieiei. Nee, ich kann es nicht mehr reparieren. Das war's. Warum können sie nicht die Scheißmitte von Zerstörer nicht fernhalten? ...20k-Schelle von nur Alsasch gefressen, was nur hinter Scheißinsel gekämpft hat. Ach, Yugumo, warum hast du denn geschossen? Haken. Ich verstehe jetzt, warum die Yugumo gerade geschossen hat. Dachte wahrscheinlich, der Dinsel siegt er den. Alter. Republik hat 2 Kills gemacht. Wieso ist sie, Alter, voll? Voll! Der ist nur hinter die Insel gegammelt, nur. Oh, shit. Junge, schieß doch, kill doch jetzt die Kutes auf. Warte nur. Hä, Republik hat Hai geschossen? Vorhin war ein Kutusov, wo man ja nicht Kutusov nicht gekillt hat, habe ich ihn wieder nicht verstanden.
Das ist gerade nur eine reine Abfarming nur. Ich mag die Karte überhaupt nicht. Die haben echt ohne Witz, die haben die dreimal überarbeitet. Und die Karte gefällt mir bis jetzt immer noch nicht. Warum die Karte nicht rausnehmen, das verstehe ich nicht. Die haben ja im Grunde. Die ganze Ecke hier haben sie komplett nach weiter nach hinten geschoben. Die ist immer noch für meinen Augen noch beschissen. Arsch. Nein, die Roma hat nur auf. Die Roma. Die Huhn hat nur wahrscheinlich auf Max Mensch geschossen. Oh, Scheiße, da ist der Mariano tief. Fuck. Ja, Yugumo. Yugumo ist nutzlos. Er hat der Kreator nur Yamagi nicht mehr gekillt. Weil er hat lieber geschossen und er hatte dann ist die Amagi komplett abgedreht. Das war sein Fehler. Ja? Ja, er hat der Turm ist abgeschmissen und gleich. Ich glaube, dich würde ich als Schlachtschiff anmachen. Wieso nah? Nee. Zerstör hinterher Jocken, der in der Insel kämpft. Nein, der hat Torps abgeschmissen und gleichzeitig noch nebenbei noch geschossen. Und das ist der Fehler, was der gemacht hat. Und das ist ja wohl klar, wenn ein Schlachtschiff sieht, dann in Zerstörung in der Ecke gleich wegdrehen. Ah, oh, und da ist die Alsasch, ich. Ja, die Alsasch ist ja voll. Ja, mag ich doch auch. Passt. Ich weiß nicht, weil ich habe keine Ahnung, was unser Team gemacht hat. Besonders wo unsere anderen drei Helden. Wenn du Glück hast, kannst du mal noch einmal schießen. Nee. Ach, das sind aber ich. Oh. Ja, klar. Heißt, du willst nicht singen. Ja, vorhin war der andere Hirte. Vorhin war ja eine Kutusov, hat lieber auf die Republik geschossen, wie auf die Kutusov. Schade. Eigentlich mit 29.000 ist eigentlich ein bisschen lächerlich. Ich muss vorstellen, ich habe hier 1,1 Millionen Schaden weggeblockt für mein Team. Yugumo versterben, fertig. Na komm, lass uns rausgehen. Der spielt auf Zeit. Lass uns rausgehen. Ja. Ah, klack, 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 klack. So, ich würde sagen. Ja, mal gucken, was wir danach schon spielen. Eigentlich war eine Scheißrunde, weil welche 6 Leute um die kleinen, also mal Gruppensniping gemacht haben. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das macht. Das ist wieder. Bei wenn ich so sehe. Bei 17.000 Spieler und bei World of Tanks geht das überhaupt nicht. Das ist eine ungefähr dreifache Anzahl. Und sowas unterstützt sich nicht wegen ums Clan-Sniping. Sie kann sich absprechen, wir verlieren, ihr gewinnt, wir spielen scheiße, Punkt aus, Runde verloren. Und sowas unterstütze ich überhaupt nicht. Das gefällt mir in meinen Augen auch nicht. Naja, mal so gesagt, Michael, findest du sowas eigentlich auch in Ordnung, so gegenseitig Clan-Sniping? Nein. Das ist definitiv nicht in Ordnung. Dass man sowas nicht was eigenes macht. Ich weiß nicht, ob das überhaupt Sinn macht, da für Clans untereinander Kämpfe zu machen oder. Nee, wenn nee. Sie sowas wie. Musst du erstmal die Leute zusammenkriegen. Ja, also mal. Zwei Gruppen, zwei Teams. Ja. Aber wenn dann ab Übungsgefechte oder sowas. Aber dass man sowas organisiert macht, diese einfach ausnutzt. Dass wenn man gleichzeitig startet, dass man wahrscheinlich im selben Gefecht landet. Teilweise sogar im gegnerischen Teams, damit die Leute EPs farmen können und Credits oder Captain's EP. Das ist scheiße. Ja. Gott weiß halt da andere mit Nates ja, ist. Wenn sie gegenseitig sind oder was weiß ich, sollen sie einen Koop machen oder allgemein. Das ist so meine Meinung, das finde ich wieder Käse. So in meistens Fällen so funktioniert das mal dann ist es wirklich einmal passiert wie gesagt fünf Leute waren in einer Gegnergruppe haben komplett verloren, die haben komplett Müll gespielt, aber das Problem ist, die können sich genau sehen, wo unser Team rumchippert, die sagen Tester und da ist Schiff, alles klar, dann können sie den komplett wegnehmen und das und sowas finde ich einfach nur Käse. Es ist auch wir haben verloren wie ein Zufall. Äh,
Die sind unten, ja, Kutusov ist oben. Deswegen. Und das sowas, und sowas unterstütze ich überhaupt nicht. Okay, die beiden, sag mal, die sechs Leuten, drei, sag mal, zwei von denen sind im Unterfeld. Nur der eine ist oben, der andere ist so über uns. Fand ich nicht schlau, ich habe keine Ahnung, welche Schiff der rausgenommen hat. Und deswegen, ja, sowas unterstütze ich überhaupt nicht, deswegen. Also für die Leute, so mal am Spielen sehen das. Sechs Leute vom gleichen Clan und ja, die Runde ist schon gelaufen, wie es genau, wer gewinnt oder wer verliert. Das kann man sofort erkennen. Naja. Ich würde sagen, wünsche euch noch schönen Abend, noch schönen Tag noch und sagen auf Wiedersehen, Reingarn. Tschüss. Tschüss.